Herzlich willkommen beim Newsletter 99. Herr Wick? Alles klar. Wir sind hier bei den Möbelmachern in Untergrumbach neben Hersbruck. Heute noch, oder? Weil in ein paar Wochen bist du schon wo? Genau, da geht's auch nach Peking zum Miss World Ball. Dass Scarlett heute da ist, liegt einfach daran, dass wir heute einen Fototermin hatten und ein paar tolle Fotos gemacht haben. Und jetzt erfahre ich gerade, dass anschließend sie in Richtung Peking unterwegs ist. Die Themen heute. Wir bedanken uns bei allen, die den Kalenderfragebogen ausgefüllt haben. Und die 5 ausgelosten Teilnehmerinnen werden mit dem Ergo-Kissen belohnt. Im Nachhaltigkeitsblog erzählen wir vom letzten Fototag im Jahr 2013. Da gibt es auch ein paar nette Videos davon. Und wir haben uns sehr gefreut, dass die Hersbrucker Zeitung unsere Veranstaltung mit Dennis Scheck in den Jahresrückblick aufgenommen hat. Das Jahresrückblicksvideo der Möbelmacher finden Sie ebenfalls in diesem Newsletter. Es gibt wieder neue Sofas und Sesselmodelle von Jori, die uns unsere Ausstellung schon Probe besitzen können. Und einige neue Küchen haben wir schon auf der Homepage verewigt. Das Treffen der Nachhaltigkeitsblogger ist in diesem Jahr am Freitag, den 14. Februar auf der Biofach, und zwar schon um 8 Uhr früh. Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Faschingszeit und würden uns freuen, wenn Sie den Newsletter weiterempfehlen. Und natürlich erfahren Sie noch mehr, wenn Sie den Newsletter auch im Ganzen lesen oder uns einfach mal anrufen. Im nächsten Jubiläums-Newsletter 100 erzählen wir von der Möbelmesse, verlosen einige Preise und verraten schon den Termin der nächsten Werkstatttage. Wir sind in Untergrumbach, ja. Und in ein paar Wochen bin ich in Peking.